In Monaco steht an diesem Wochenende das Formel 1 Highlight des Jahres auf dem Programm. Der Grand Prix durch die Straßenschluchten von Monte Carlo. Die Tribünen sind trotz der Corona-Pandemie mit 7500 Zuschauern besetzt. Die Fangemeinde ist gespannt. Doch nicht alle sind begeistert. WM-Leader Lewis Hamilton startet das Rennwochenende mit einer verbalen Watschen. Es gibt im Rennen fast null Möglichkeiten zu überholen. Das ist schon eine ganze Weile so und das muss sich meiner Meinung nach ändern. Man weiß jetzt schon, dass es für Fans nie aufregend ist. Es ist ein Einstopprennen mit diesen harten, langen Stints, die wir fahren. Es gibt aber auch andere Meinungen zum Monaco Grand Prix. Wir haben Karl Wendlinger gefragt, einen ehemaligen Formel 1 Fahrer, der von 91 bis 95 in der Königsklasse des Motorsports fuhr. Für mich Monaco, ich freue mich schon drauf zum Zuschauen das Wochenende. Ich finde Monaco immer noch ein wichtiges Rennen der Formel 1, das gehört dazu, finde ich. Und klar, es sind schon so oft Rennen langweilig, weil es überholen so schwierig ist und in Monaco halt umso schwieriger noch. Aber klar, trotzdem, ich finde gut, dass das Rennen noch im Kalender ist. Welcher Meinung seid ihr eigentlich? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Findet ihr den Monaco Grand Prix mittlerweile nur noch langweilig, weil die Autos auch fahrbarer sind, man sieht weniger Unfälle und durch die Aerodynamik ist es ja noch schwerer zu überholen als ohnehin schon? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch Änderungen wünscht beim Kurs oder ob der Monaco Grand Prix sogar ganz aus dem Rennkalender genommen werden sollte. Auch WM-Rivale Max Verstappen bekommt vom siebenmaligen Champion sein Fett weg. Hamilton nutzt die Frage nach dem ersten Crash der Titelkämpfer zur Stichelei gegen Verstappen. Bislang konnte ich eine Kollision vermeiden und ich hoffe, ich schaffe es auch künftig. Er hat also bisher einen Crash behindert, meinte Ritter aus England. Und Hamilton legt auch noch nach. Ich glaube, Max will einfach noch was beweisen. Verstappen lässt sich davon nicht beeindrucken. Seine trockene Antwort: Ich muss gar nichts beweisen, beim Verhindern einer Kollision gehören auch immer zwei dazu. Von der Spitze ins Mittelfeld. Bei Aston Martin soll eine Frau Sebastian Vettel Beine machen. Jessica Hawkins, 26 Jahre alt und aus Großbritannien, wird neue Markenbotschafterin. Der Deal kam durch den neuen James Bond Film Keine Zeit zu sterben zustande. Denn dort ist Hawkins Stuntfahrerin. Nebenbei fährt sie auch eine W-Series. Vettel hielt sich mit Lob für die Neuverpflichtung allerdings verbal noch zurück. Sie ist eine tolle Ergänzung, vielleicht kann sie etwas beitragen, an das wir noch nicht gedacht haben. Mehr freuen dürfte sich der Deutsche über weitere neue Teile an seinem Aston Martin, die auch dem lebendigen Heck mehr Stabilität verleihen sollen. Und Vettel will an sich selbst arbeiten. Ich habe schon das Gefühl, dass ich gut fahre, aber vielleicht nicht so konstant und auf dem Level, auf dem ich gerne wäre. Ich brauche noch ein wenig mehr Zeit im Auto und mit dem Team. Es gibt viele Dinge, die ich besser machen kann, muss und will. Sein Ziehsohn Mick Schumacher will im Fürstentum die Chance nutzen, erneut zu glänzen. Sein Vater gewann 5-mal in den Gassen der Monegassen. Nur Ayrton Senna war noch besser. Mick Schumacher: Ich freue mich aufs Kennenlernen der Strecke in einem F1 Auto. Ich habe auch Respekt, weil es eine der Strecken ist, wo der Fahrer den Unterschied machen kann. Schumachers Stern könnte in Monaco endgültig aufgehen. Lando Norris ist als Star der Zukunft längst etabliert. In Monaco fährt McLaren mit einer blau-orangen Retro-Lackierung. Parallel hat das Team die Vertragsverlängerung mit Norris bis mindestens 2023 bekannt gegeben. Der Brite hat viel vor. Mein Ziel ist es, Rennen zu gewinnen und Formel 1 Weltmeister zu werden. Und ich will das mit diesem Team schaffen. Formel 1 im Fürstentum an der Côte d'Azur. Der Reifen rollt. Zum Monaco-Training, Qualifying und Rennen wird es natürlich wieder jeweils eine Analyse geben. Schaut da gerne rein. Ihr könnt auch an diesem Wochenende wieder etwas gewinnen. Das originale Formel 1 Parfüm im Wert von 230 €. Einfach in die Analyse-Videos reinschauen und mitmachen. Bis dahin. Ciao.